Tango Bar hat nichts mit einer Bar zu tun oder mit Tango tanzen. Wenn du wissen willst, was diese EDC-Tools von Böker können, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie, die zwei Tango-Bars, einmal in Stahl und einmal in Titan. Ausführung komme ich gleich dazu. Ich bin heute mal woanders unterwegs, nicht auf Waldurlaub, sondern ich bin im Flachland unterwegs, weil ich hier ein Video drehe, einen kleinen Film drehe zum Thema Notnahrung im November. Ja, und da haben wir gedacht, ich nehme das hier gleich mit, weil eigentlich ist das was für die Stadt, das möchte ich auch dazu sagen. Ich habe ein Anwendungsgebiet für heraus, aber dazu komme ich dann gleich. Dieser Tango Bar, den gibt es in Stahl und in Titanausführung. Die Stahlausführung habe ich nicht im Sortiment, die Titan schon. Warum habe ich das nicht? Weil mir das einfach zu schwer ist. Also du musst dir jetzt vorstellen, ich habe jetzt nicht die genaue Gewichtsangabe, ist auch egal, aber da hast du wirklich was in der Hand. Also eine Schweizer Messe ist leichter. Nur für den engen Einsatzgebiet ist mir das zu schwer. Ja, meine Meinung. Das hier aus Titan, das spürst du überhaupt nicht. Ja? Das schaut zwar vielleicht ein bisschen lustig aus von der Farbe her, aber das spürst du nicht. Und da sage ich, okay, wenn ich es mal brauchen sollte und es eh immer dabei habe, weil es eh fast kein Gewicht hat, dann ist es okay. Vom Tragen her, wie trage ich das, bevor wir zum Anwendungsgebiet kommen? Schau mal her, ich habe jetzt hier einen Lasercut Rucksack, das ist übrigens der TT Combat Bag. Billige Eigenwerbung, die ganzen Sachen gibt es natürlich bei mir im Shop, das ist ganz klar. Aber schau mal her, das passt perfekt. Auch bei normalen Mollestreifen, die es hier gibt, passt das perfekt. Und durch diesen Ring kann ich das schön ziehen und das passt ganz gut. Wie gesagt, Stahlausführung, die taugt mir eigentlich nicht so gut. Gut, dieser Ring hier, einerseits kann ich das Teil hier richtig schön nehmen. Ja, das ist einmal das eine. Ich denke mir auch, dass das als Kubutan vielleicht eine Überlegung wert ist. Gut, soll so sein. Dieser kleine Bügel hier lässt sich auch sehr gut jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hergehe und hier das einschlaufe, schau, das geht eigentlich auch ganz gut, das hält ganz gut, oder auch im Hosensack, ja, oder hier jetzt bei einer Jackentasche schon mal her, so einfädeln hier, mache jetzt zu und dann hängt das hier so. Ich meine, ob das jetzt da bei dieser Jacke Sinn macht oder nicht, das ist jetzt nicht der Punkt, aber das hält eigentlich ganz gut. Ich bin positiv überrascht, wie gut das hält. Ich habe schon mehrfach geglaubt, ich habe es verloren, aber Glück gehabt. Einfach Glück gehabt. Gut, oder du gibst es in irgendeinem Taschel oder ja, irgendwo verstaut, eingesperrt, damit du nicht verlierst. Der Designer ist, ich muss das vorlesen, Peter Fagan, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Englischexperten, korrigiert mich bitte wieder sehr, sehr gerne. Und rausgebracht, dieser Tango Bar von Böker. Gut, dann hier, das ist eigentlich Design, beziehungsweise damit man Gewicht spart, was vielleicht beim Titan nicht notwendig wäre, aber bei der Stahlausführung auf jeden Fall. Und dann hier vorne, da sind jetzt so kleine Stufen eingebaut. Ja, schau mal her. Und die sind eigentlich dazu da, um irgendetwas zu hebeln. Ich hab's, und das muss ich zugeben, noch nie gebraucht zum Hebeln. Es hat sich noch nie die Gelegenheit ergeben, dass ich irgendwas heble. Das muss ich noch nachholen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da genug Hebel da wäre, um zum Beispiel eine Tür aufzubrechen. Also das bezweifle ich jetzt mal. Ja. Aber es soll so sein. Aber vielleicht beim... Wir mussten mal von diesen Europaletten die Querbalken runternehmen für ein Hochbeet bauen. Ne? Vielleicht, das geht sicher damit, da bin ich mir sicher, vielleicht ist das ein Anwendungsgebiet. Aber da frage ich dich, hebeln, hast du eine Idee? Bitte schreib mal einen Kommentar, was man damit hebeln könnte oder ob du da Erfahrungen hast. Weiß ich nicht. Aber wofür ich es zweimal, also zwei Anwendungsgebiete, wo ich schon häufig gebraucht habe. Hier diese Kante, die ist jetzt nicht so scharf, dass du die aufschneidest, aber die ist doch scharf. Und das kannst du so nehmen zum Paket aufmachen. Ja, ich muss berufsbedingt viele Pakete aufmachen, kann auch nichts dafür. Und der Tobias hat damit gegraben. Ja, wir haben damit letztes Jahr im Herbst haben wir Wurzeln ausgegraben und zwar von der Nelkenwurz. Genau, wir haben Nelkenwurz ausgegraben und das geht damit ganz gut. Da bleibt ja dann zwar die Erde in diesen Stufen hängen, aber das ist okay. Aber das war es jetzt auch schon. Also außer Kubutan, aufbrechen irgendwas. Irgendwas sage ich absichtlich, weiß ich nicht. Beziehungsweise eben zum Paket aufritzen, ja, oder zum Graben, habe ich keine Idee dazu. EDC-Tool. Sehr enges Anwendungsgebiet, ist die Frage, ob man das braucht. Musst du mir einen Kommentar schreiben, ob, wie du das siehst. Und am letzten Punkt, ich verspreche, ich bin dann fertig. Das Stahlteil, was jetzt da unten in meinem Rucksack im Combat Bag drin liegt, ist mir einfach zu schwer. Es ist zwar günstiger, ich gebe dir den Link auf Amazon, als das Titan, aber da sage ich, will ich so ein schweres Teil mit mir nehmen, wenn ich möglicherweise nur ganz ein enges Anwendungsgebiet habe, okay? Musst du wissen.
Also ich sag nein. Das Titan, lass ich mal einreden, weil das nicht so viel Gewicht hat, das spürt man fast nicht. Und ich hab's dann, wenn ich es brauche. So in meinem Geist, Kopf, Vorstellung, Fantasie. Was ist deine Meinung dazu? Schreib mal unten einen Kommentar, das würde mir irrsinnig freuen. Ja, das Ding und alles, was ich da gezeigt habe, gibt es natürlich bei mir im Shop, das ist ganz klar. Abo dalassen, Daumen nach oben oder nach unten, ein paar andere Videos zum Anschauen. Ja, und ich gehe jetzt weiter, Notnahrung aus der Natur suchen. Bis dann und ciao, ciao.